Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Tag 4 meiner Radreise im Frühling 2023, hier immer noch unterwegs in Bayern, Richtung nach Hause, Richtung Nordrhein-Westfalen. Und heute Nacht hier auf dem Campingplatz Ringlismühle übernachtet. Die super Sache, war ja ganz allein auf dem Campingplatz, konnte die Remise halt dann auch mitnutzen, dass ich dann noch Sachen trocken unterstellen konnte. Hat die ganze Nacht geregnet und auch ziemlich aufs Zelt geklopft, der Regen. Bin 2-3 Mal wach geworden. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich? Ich habe eigentlich jetzt nicht das teuerste Zelt, es kostet ja unter 200 Euro, aber absolut dicht, nichts dran zu meckern, aber es ist doch ziemlich laut. Ist ein teures Zelt eigentlich leiser? Solche Gedanken macht man sich dann, wenn man stundenlang das Geprassel auf den Kopf bekommt. Ja, egal, jetzt geht es jedenfalls weiter und wahrscheinlich wird es noch weiter prasseln. Ich fahre in die Richtung und das sieht, ja, hell ist anders, ne? Von daher lasse ich mich mal überraschen. Erstmal losfahren. Fängt ja schon mal gut an, hier einfach rollen lassen. Es ist jetzt übrigens genau 7 Uhr und da bin ich ganz happy mit, dass ich so früh loskomme. Denn ich habe ja wieder einiges vor heute. Geplant sind das 116 Kilometer. Dann wären es ja auch mal gerne irgendwas mit 130. Und da sind auch gut 800 Höhenmeter drin. Es kann ein bisschen was dauern, bis ich da ankomme. So, Stadtteil Nähermemmingen von Nördlingen. Dann muss ich mal sehen, dass ich hier jetzt eine Bäckerei finde, die offen hat. Ich bin gerade schon einer lang gerade, die hatte zu. Der Campingplatz hat übrigens 15,50 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob ich das gestern schon gesagt habe. Hier Waschräume, WC, alles tippitoppi sauber. Jetzt nicht das Hochmodernste, aber sauber und frische Luft. Im Vergleich zum Campingplatz davor, wo alles recht modern war. Aber wenn das dann so, ne? Genau. Von daher auf jeden Fall empfehlenswert. Gleich bin ich wieder in Nördlingen und dann hoffe ich mal, dass die Bäcker da um 6:45 schon geöffnet haben. Wie man hier sieht, hat es ordentlich geregnet, ne? Ist überall Wasser auf der Straße. Guck mal, gestern Abend hier rausgefahren durch das Stadttor. Fahre ich jetzt wieder hier rein durch das Stadttor. Guck mal, da habe ich doch Glück, der hat geöffnet. Ich bin gerade auf der Suche nach der richtigen Strecke jetzt, dass ich rauskomme aus Nördlingen. Ich habe festgestellt, nach der Frühstückspause habe ich einen Voranteil, wende ich mal eben ein. Ne? Lecker 2 Brötchen und einen großen Kaffee. Nach der leckeren Frühstückspause jetzt hier, mein Navi sich gedacht, mache ich auch mal Pause. Das ist doch schön, ne? Wenn der Tag eh schon so früh beginnt, mal früh was zu frühstücken findet und dann hier irgendwie im Kreis fährt. Weil das Navi nicht so will, wie ich mir das so vorstelle. Aber dafür bekommt man hier noch die schönen Gassen zu sehen. Jetzt bin ich aber auf der Spur. Das richtige Stadttor gefunden. Dem Regen entgegen. Die romantische Straße. Da bin ich eher richtig. Guten Morgen. Seht ihr den Glanz auf meinem Gesicht? Ich glaube, die Sonne setzt sich durch. Ich freue mich. Und das ist ja auch das, worauf es ankommt, ne? Wenn man sowas hier unternimmt mit dem Rad,
dass man zufrieden damit ist, mit dem, was man macht. Es ist nicht jeder Tag Sonnenschein im Leben und auch nicht mal Wetter. Komm mal, Tag 4, ich werde jetzt hier philosophisch. Aber ist ja so. Ich bin happy mit dem, was ich hier erlebe. Das ist für mich ja das Wichtigste. Ja, und hier wird mal eben meine Theorie von gestern widerlegt, dass hier extra keine Sitzgelegenheiten aufgebaut werden. Also hier in Birkhausen, hier gibt es eine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Kilometer 20 jetzt hier und herzlich willkommen in Malingen. Rasante Abfahrt am frühen Morgen. Das wird sich zum Nachmittag auch noch ändern. Da gibt es dann weniger rasante Auffahrten. Wenn ich meinem Navigationsgerät vertrauen kann, ist das ja ein Kloster. Also ich fahre jetzt auf den Klosterhof. So, Radweg rechts. Was man so Radweg nimmt. Ja, bei dem Untergrund, bei der Wegbeschaffenheit hier, ist es ja eigentlich nicht verwunderlich, dass ich mal am Rad was losrappeln kann. Die Taschenhalterung vorne hier, den Frontgepäckträger von Topik, habe ich jetzt ja gestern wieder festgemacht. Und jetzt sehe ich gerade so im Licht des Fahrrads, dass es anfängt zu regnen. Ja, super. Wieder festgemacht, wieder oben festgemacht. Ich hoffe jetzt mal richtig angeschraubt, obwohl ich jetzt gucke. Hat das schief gemacht? Ja, oder ist schwer gerutscht hier? Ich lasse mich überraschen, was das heute wird. So, Faxe, wenn du schon da unten sitzt vor der Lampe, dann pass mal auf da mit dem Frontgepäckträger. Und sag mal Bescheid, wenn sich da was tut. Mann, Mann, Mann. Und ich wehre mich jetzt ja davor, meine Regensachen anzuziehen, weil es ja doch anstrengend, so wie jetzt auch, mit Eco-Modus hier hochzufahren. Jetzt haben wir 6% Steigung und dann kommt man doch so sehr ins Schwitzen, weil die einfach zu beiden Seiten dicht sind, dass ich das erst mache, wenn es richtig regnet. Herzlich willkommen in Fremdingen. Man zeigt ja immer gern hier so die schönen Ecken, das ja rausgeputzte der Ortschaften, gerade hier das Mittelalterliche. Aber das gehört natürlich auch dazu, ja, dass man durch ein ganz normales Industriegebiet fährt.
Das ist aber jetzt auch gemein hier, oder? Die Autos dürfen da direkt oben weiterfahren. Und ich muss erstmal hier durch die Senke. Na, schönen Dank. Das Schild weist uns den Weg. Romantische Straße. Willkommen im Landkreis Ansbach. So, Fahrradfahrer steht hier geradeaus, ausgeschildert. Da will ich aber nicht lang. Ich will hier links lang. Ich bin ja nun nicht dafür bekannt, dass mich solche Schilder jetzt davon abhalten, da reinzufahren. Allerdings heute schon. Ich glaube mal, die haben sich dabei was gedacht, dass auch das Fahrrad auf dem Schild mit dem Pfeil nach hier war. Ich mach das mal. Gestern gab die Umleitung ja auch noch eine richtig schöne Aussicht von oben. Oh, passt das mit dem Helm? Oh, komm mal. Aha. Hier soll ich wieder rüber. Das habt ihr euch ja fein ausgedacht. So, was haben wir denn hier? Sie überqueren hier gerade den 49. Breitengrad. Etwa auf gleicher Höhe befinden sich Karlsruhe, Paris, Nordgrenze der USA und die Mongolei. Ja, meint man gar nicht, ne? Das ist die USA, die so ungefähr eine Höhe sind, beziehungsweise das Münsterland ist ja schon Höhe Kanada. Bei dem Navigationsgerät ist auch immer spannend, nach so einer Streckenabweichung. Die Distanz zum Ziel, das fällt rechts in der Mitte, 82,98 Kilometer, bleibt dann erstmal stehen. Bis das, guck mal, jetzt sind wir sogar länger, 0,99. Bis man wieder auf dem Track ist und er das auch gepeilt hat. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie ich das hier gerade genieße. Das Vogelgezwitscher im Wald. Ist auch kein Lüftchen hier, ist auch nicht kalt. Tippitoppi. So. Und die große Bank hier nehme ich jetzt mal zum Anlass anzuhalten und zeige euch mal, was ich reparieren muss. Ja, Faxes Gesichtsausdruck verrät es auch schon, oje, oje. Wie man sieht, ist hier auf der Seite hier der Träger abgerutscht vorne und dementsprechend jetzt auch schief. Das kann natürlich damit zu tun haben, dass ich oben die Halteplatte entfernt habe. Das habe ich ja extra gemacht, damit ich die Taschen tiefer einhängen kann, damit der Schwerpunkt tiefer ist. Da stehe ich auch zu und da finde ich jetzt auch eine Lösung, die besser hält. So sieht es jetzt aus und dann mache ich zum Feierabend noch mal eine Aufnahme. Bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Als ich vor 2 Stunden gesagt habe, die Sonne kommt raus, hat es angefangen zu regnen. Aber ich versuche es noch mal.
Die Sonne kommt raus. Kilometer 37, Mönchsroth, Kreis Ansbach. Uhr, herzlich willkommen in der großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Kreis Ansbach. Und das Ganze bei Kilometer 43 und da bleiben noch 73. Und ich habe mir sagen lassen, Dinkelsbühl soll die schönste Altstadt Deutschlands haben. Bin mal gespannt, was mich da gleich erwartet, was uns da gleich erwartet. Wenn ich richtig informiert bin, ist bei mir immer so eine Sache, zum richtig informiert sein, Dankeschön, hat Dinkelsbühl auch noch eine komplett erhaltene Stadtmauer, einmal rumherum. Auf jeden Fall kann man sagen, dass wirklich jedes Haus historisch ist. Kein bunter Mix. Das war jetzt eine kurze Stadtrundfahrt, Durchfahrt. Dinkelsbühl, wirklich schön, alles historisch. Und ja, für mich als Fahrradfahrer alles Kopfsteinpflaster, gut am Rappeln. Und da gibt es bestimmt noch mehr Ecken, die man sich hätte angucken können. Aber ich mache ja hier keine Stadtbesichtigungsvideos. mich interessiert sowas auch schon, so alte Städte auf jeden Fall. Und ich habe ja mit meiner lieben Frau Andrea gestern noch telefoniert und auch gesagt, wir müssen unbedingt mal hier hinkommen. Dann aber ohne Kamera und dann einen Teil dieser Strecke noch mal fahren mit Pension hier in Dinkelsbühl, eine Jugendherberge, irgendwie sowas. Und dann kann man sich das mal in Ruhe alles angucken. Umleitung für Fahrradfahrer nach Feuchtwangen. Tja. Werde ich das wohl machen, ne? Feuchtwangen, Schopfloch rechts. Okay. Oh, dann wird direkt Rückenwind. Ja, aber noch kein weiteres Schild. Dann arbeite ich mal hier hoch. Lehengütingen, Markt Schopfloch. Bei uns in Münsterland steht auf den Ortsschildern ja immer zum Beispiel Havigsbeck, Kreis Coesfeld, das war's. Und hier steht jetzt dann, der Ortsname, den ich schon wieder vergessen habe, dann Markt so und so und dann auch der Kreis. Und was ist dann der Markt? Ist das dann die Gesamtgemeinde? Ja, bei uns ist ja auch so, ne? Gemeinde Hohenholte, Gemeinde Havigsbeck, Kreis Coesfeld. Irgendwie so wahrscheinlich. Bei 6% Steigung habe ich mir auch erlaubt, den Tourmodus zuzuschalten. Noch habe ich ja nach 50 Kilometern 5 Balken auf dem Akku. Aber das baut sich ja bei dem Tour wie bei dem Bosch-Motor hier nicht linear ab. Ne? Zum Ende bauen die Balken sich immer schneller ab, das kann man nie genau sagen. So, links geht's rum.
Also bloß kein Schild verpassen. Das ist für mich auch mal eine richtige Herausforderung. Heute Morgen ja schon ein paar Ehrenrunden in Nördlingen gedreht, um da wieder rauszufinden. Markt Schopfloch. Guck mal, sieht doch genauso historisch aus wie Dinkelsbühl, dass man hier vernünftig fahren kann, ne? Kein Kopfsteinpflaster. Ich bin auch Kulturbanause, ich weiß. Heute das große Umleitungsvideo. Umleitungsschilder in, oh, was ist das hier? Unterfranken müsste das sein. Oh, wenn das mal richtig ist. Heute Morgen habe ich ja gesagt, es sind heute so um die 800 Höhenmeter. Wenn ich jetzt mal gucke, verbleibender Anstieg 599, Anstieg gesamt 401, macht zusammen 1000. Das war schon zweimal jetzt eine kleine Umleitung. Uiuiui. Reichweitenangst. Nein, nicht wirklich. Guck mal, selbst im Wald hier passt man auf, dass so Touristen wie ich mich hier nicht verfahren können und den rechten Weg nach Feuchtwangen finden. Das ist eine Mega-Umleitung hier. Mittlerweile jetzt auch 12 Uhr und ich bin ja schon, wie lange bin ich unterwegs jetzt hier? 4 Stunden. Ich bin 8 Uhr, bin um 7 gestartet. Eine Stunde lang rumgestanden. Das wahrhaftig, ne? Das Navigationsgerät hört bei unter 5 km/h auf, die Zeit zu zählen. Das wird als Pause gewertet, habe ich so eingestellt. Okay. Ja gut, Frühstückspause habe ich gemacht. Mal hier und da ein bisschen Akku gewechselt und so. Ja, Fahrrad repariert. Kommt ja hin. Und okay, 4 Stunden Fahrzeit für jetzt 54 Kilometer. Und das Gleiche soll uns nochmal sein, so um die 54 Kilometer. Dann wäre ich nach Adam Riese um 16 Uhr da, wenn ich keine Pause mache. Eine Stunde Pause in Feuchtwangen, 17 Uhr, passt ja alles. Tippitoppi. Freunde, das ist doch ein Zeichen, oder? Ich esse doch so gerne Döner. So, liebe Leute. Eben noch die Speicherkarte gewechselt. Ich hoffe, dass ich den Dönerpalast da noch gefilmt hatte, dass die Karte noch nicht voll war. Das war mein erster Döner jetzt hier in Bayern. Und ich komme jetzt auch gleich wieder hier auf die richtige Route zurück. Nach der ganzen, ja schon mal stundenlangen Umwegefahrerei hier. So. Hier geht es jetzt weiter Richtung Kreglingen. Aber erstmal geht es jetzt nach Rothenburg. Rothenburg ob der Tauber. Ich finde herausgeputztes Mittelalter ganz schön, aber das hier hat auch seinen Charme, wenn er nicht gerade jetzt ein LKW um die Ecke kommt. Und das war Bodenlanden. Bodenlanden hört sich fast schon niederländisch an. Bodenlanden. Seit dem Mittagessen bin ich so ein bisschen Dönerdull. Ein bisschen echt müde. Das kann doch wohl nicht sein, dass wenn man ein paar Tage kein Fastfood hatte, ausnahmsweise, dass man kein Fastfood mehr verträgt. Ist ja nicht auszudenken. Da müsste ich mich ja nur noch gesund ernähren.
bin mal wieder auf einer Umleitung unterwegs und habe jetzt gar nicht gezeigt, wo die anfängt. So ein Tunnel unter der Bahnstrecke wird neu gemacht, ist voll gesperrt, das heißt, von hinten kann keiner kommen. Ich kam mal hier aus so einem Weg eher raus, da keine Straße. Von vorne kann eigentlich auch keiner kommen. Das ist also freie Bahn. So. Markt Dombühl. War schön da oben. Guck mal, die Kirche. Auf der Hallig, hätte ich jetzt fast gesagt. Auf der Anhöhe. Sehr schön. Romantische Straße. Mit romantischen 8% Steigung. Hurra. Schillingsfürst. Willkommen in der Stadt Schillingsfürst. Ja, danke schön für die freundliche Begrüßung. Gasthaus Gisela. Geschlossen. Es entwickelt sich hier heute zum Running Gag. Umleitung, Umleitung, Umleitung. Zufahrt Schillingsfürst. Fischhausweg. Gesperrt. Romantische Straße geradeaus. Und Schillingsfürst. Bei Schillingsfürst wird es hier rechts gehen, da ist gesperrt. Ja. Dann fahren wir hier. Wo wir eh fahren wollen. Die erste E-Ladestation, die ich jetzt hier sehe, so direkt an der Straße, gucke ich mir direkt mal an. Freunde, wie gesagt, jetzt hier die erste öffentliche Ladesäule, die ich so am Straßenrand gefunden habe von Bike Energy. Allerdings mit diesen, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, Spezialstecker jedenfalls. Eine normale Schokosteckdose, das Ganze kostenlos und ja, besser als nichts, ne? Tipitoppi. So, für Autofahrer ist das Ganze hier gesperrt. Und ich hoffe, ich komme mit dem Rad durch, weil ich wüsste sonst nicht, wo ich hier lang soll. Da wird gerade gebaggert. Der freundliche Baggerfahrer hat gerade den, das habe ich gesehen, hat den Baggerlöffel schön zur Seite gedreht, dass ich da vorbeifahren konnte. Wirklich nett. Das hätte ich wieder hochradeln müssen und noch so eine Umgehungsstraße. Man weiß ja hier nie, was es am Ende heißt. Da kriegt man was anderes zu sehen natürlich. Ne? So, der Kameraakku ist jetzt frisch und ich habe auch zwischendurch immer von dem Rode Funkmikrofon-Set immer den Empfänger oder einen von den Sendern hier an meiner mobilen Powerbar, wo direkt so ein USB-Typ-C-Stecker dran ist, zum Laden hängen. Das reicht ja für den ganzen Tag nicht aus. Ne? Gerade bei den Temperaturen ist es ja so, was ich 10, 15 Grad, ist ja kein Sommer, da halten die deutlich länger. Jedenfalls so ein Sender jetzt so 3 Stunden länger hält der nicht. Ich habe den meist die ganze Zeit an. Und sonst habe ich halt noch das Schnurgebundene, das ist ja eingepackt. Also das Lavalier-Mikrofon. Mit Stecker jetzt gerade die ganze Zeit dran gehabt. Jetzt wird das Funksystem, was ist doch deutlich einfacher, wenn man sich frei bewegen kann. Guck mal, hier ja auch noch die Maibäume. Aber nicht mehr so untenrum geschmückt. Ne? Also schon geändert in dieser Region hier.
Faxe, wie schaut's aus? Alles unter Kontrolle? Der Frontgepäckträger ist jetzt da, wo ich ihn gegen Mittag festgemacht habe. Da müsste auch erstmal Kabelbinder reißen, das würde ich ja merken, wenn er rutscht. Und vor der Fahrt hatte ich mir eigentlich mehr Gedanken um hinten gemacht. Weil ich mit den beiden Packtaschen, mit dem Packsack, okay, das ist hauptsächlich Volumen drin, halt Tisch, Stuhl und sowas. Das ist kein großartiges Gewicht. Obwohl das Zelt ja heute, die Hülle ist nass, ja schon ein bisschen was wiegt. Aber trotzdem hatte ich mir da mehr Gedanken gemacht um mein Hinterrad. Ne? Das heißt, diese Belastung, dieser Belastung standhält. Ich habe da 4 Bar Luftdruck drauf. So, dass meine Philosophie ist, dass das nicht zu hart ist, dass es also nicht so durchschlägt, wenn es ein Huckel kommt, dass mir direkt eine Speiche bricht, aber auch nicht so weich ist, dass es bis zur Felge durchschlägt, wenn ein Huckel kommt, dass ich dann Schaden an der Felge kriege. Ihr kennt euch doch da immer aus. Ne? Ich lese ja keine Fachzeitschriften oder sowas. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Alles selbst beigebracht sozusagen und an meine eigenen Philosophien. Von daher schreibt mir das rüber in die Kommentare. Was ist da eigentlich vernünftig? Rheinradweg, damals bin ich mit 6 Bar gefahren, also richtig knüppelhart die Reifen. Auf einem normalen Tourenrad, da hatte ich auch keinen Motor. Und das bringt ja natürlich dann schon weiter. Ne? Je härter die Reifen sind, umso leichter rollen sie, ne? Umso besser rollt es. Ist ja klar, mit dem Platten fährt es sich nicht so gut. Guck mal hier. Alter Bahnhof. Bockenfeld. Linie Rothenburg-Dombühl. Aha. Mich also auf der alten Bahntrasse unterwegs. Eieieiei, bum bum. Mittlerweile 20 nach 3, Kilometer 90. Und es fängt wieder so ein bisschen an zu nieseln. Ich habe noch so um 20 Kilometer zu radeln. Komme jetzt hier gleich nach Rothenburg, ob der Tauber. Und da muss ich noch mal genau googeln, was der Campingplatz heute so hergibt. Ich meine, dass das einer mit Gastronomie ist. Das ist natürlich fein, ne? Soll mal richtig was auf den Teller servieren lassen. Da schaue ich gleich mal nach. Sodele. Das sieht doch schon mal ganz einladend aus hier. Ich guck mal nach. Ja, ich soll hier auch fahren. Abgefahren, dass man hier durchfahren, aber mit Autos, dass das hier keine Fußgängerzone ist. Ne? So auf den ersten Blick muss ich sagen, spricht mich das doch mehr an jetzt als Dinkelsbühl. Auf jeden Fall ist das immerhin noch die Möglichkeit, die Chance nachzusehen, was mein Frontgepäckträger davon gehalten hat, von diesem Untergrund hier. Sarah Palotti. Weil die Stadtrundfahrt, das gefällt mir richtig gut. Ne? Das ist ganz anders als bisher heute. Da hält man einfach drauf. Ha! Oh, ist das schön. Es wackelt nichts mehr. Oh. Jetzt haben wir da rollen lassen. Ob alles noch da ist, Funkmikrofon ist noch da, Kamera ist noch da, Taschen, Packsack, alles noch da. Sehr fein.
Weinstraße Taubertal. Dafür bin ich ja leider zu früh im Jahr jetzt. Also die Straußwirtschaften haben ja noch geschlossen. Ja, so gefällt mir das schon besser. Ne? Das ist ja nichts für mich hier, so eine Bundesstraße. Im Campingplatz steht, da gibt es eine ganze Menge hier. Wo meiner kommt, ist in 20 Kilometern. Das heißt, der Campingplatz ist Tauber Idyll. Wir haben doch tatsächlich auch ein Zelt gesehen hier. Da sind wir mit dem Fahrrad unterwegs. War schön hier, alte Mühle. Und da denke ich jetzt schon, dass bei schönem Wetter natürlich so entlangradeln hier an der Tauber, das liebliche Taubertal, auch natürlich ein ganz anderer Flair, ein ganz anderer Charme hat. Ne? Also noch auf die To-Do-Liste, wenn die Straußwirtschaften hier offen haben. Radfahren im Taubertal. Bett war. So. Hat Bett war eine Bushaltestelle, wo man sich unterstellen kann? Schauen wir mal. Wir müssen mal eben gucken, wie die Wolken fliegen. Also wenn die mit mir fliegen, macht es auch keinen Sinn, mich unterzustellen. Hört es eh nicht mehr auf zu regnen. Ja, liebe Leute, da habe ich euch mal eben für die letzten 5 Kilometer in der Tasche verschwinden lassen. Es hat ziemlich stark geregnet, wenn jetzt die Kamera hier Schaden nimmt. Und ich habe diesen Media-Mod drum, so das ist nicht wasserdicht. Und da waren echt 190 Höhenmeter. Ich hätte das gar nicht mehr gedacht. Ich dachte, das ist jetzt nur so, das Garmin vertut sich da mal wieder. Nee, das ging richtig zur Sache. Und jetzt rolle ich bloß noch runter, 1 Kilometer zum Campingplatz. Und dann nehme ich euch wieder mit.
So, ich habe jetzt hier eingesteckt auf dem Campingplatz. Der heißt Romantische Straße, Kretlingen, Ortsteil Münster. Und ihr seht gerade, wie ich meine neue Luftmatratze aufpumpe. Also habe ich jetzt nicht heute neu gekauft, sondern vor gut einer Woche noch einen guten Tipp bekommen von der Nicole von Kanal Time to E-Bike. Und die hat halt die Pumpe hier eingebaut. Und was vor allem noch besonders toll ist, die hat 12 cm dick. Das heißt, ich kann da richtig bequem drauf liegen als Seitenschläfer. Und die hat nur knapp 40 Euro gekostet. Das Einzige, was ich mir die Frage stellt, jetzt hält die das wirklich aus, die ganzen Tage, die ich unterwegs bin? Man gibt die Matratze auf, sozusagen. So. So, mein Fuß ist ja noch ein bisschen nass. Verzeiht bitte meine Frisur. Der Friseur hat schon geschlossen. Bin ein bisschen abgerockt jetzt hier nach der Regenetappe. Und dann habe ich dabei natürlich meinen Winterschlafsack, den Takino von Kedo. Dann gucken wir. Ist ja praktischerweise in diesem Kompressionssack, da soll man gar nicht meinen, was da gleich rauskommt, wenn man die Kompression wegnimmt. Seht ihr? Ups. Ich habe das Mikrofon weggerissen. Da ist er. Das ist ein Daunenschlafsack. Darf er keine Feuchtigkeit haben, so ein bisschen jetzt hier, das ist das Problem. Aber richtig Nässe soll er halt nicht haben. Weil die Daune dann ja verklumpt und dann isoliert es ja nicht mehr. So. Und dann natürlich hier mein Kopfkissen. Ups. Ich habe auch Strom im Zelt. Ich stehe auf dem Wohnmobilstellplatz, damit ich mein E-Bike-Akku laden kann und die Kamerasachen. Und jetzt räume ich mal weiter ein, weil es regnet nämlich gerade nicht. Das muss ich aber unbedingt ausnutzen. Ja, liebe Leute, da kommt zum Feierabend sogar jetzt noch ein bisschen die Sonne hier raus im lieblichen Taubertal oder neben dem lieblichen Taubertal. Jetzt ist es ja auch wieder ganz lieblich. Bei dem Wetterchen, kalt ist es ja auch nicht, bin aber ordentlich nass geworden vorhin. Habe ich euch erspart. Und fasst den Tag mal aus meiner Sicht jetzt so ein bisschen zusammen. Waren ja insgesamt 108 Kilometer, knapp 1000 Höhenmeter. 7,5 Stunden hat mein Navigationsgerät gesagt, das Navi an. Davon war ich 1,5 Stunden im Stillstand. Sprich, 6 Stunden bin ich geradelt. Als Zeltaufbaubierchen gibt es heute hier, was gibt es denn? Ein Zwickel-Kellerbier. Hab ich auch noch nicht getrunken. Probieren wir mal. Plöppen tut es ja schon mal gut. Und ich habe mich jetzt für heute Nacht entschlossen, alle Fahrradtaschen am Fahrrad zu lassen. Die sind alle abgeschlossen. Die großen Taschen von Falkenthal hinten haben ja die Falkenthal-Schlüssel, dass man sich entriegeln kann. Und vorne habe ich ja Seilschluss von Abus durch. Und weil ich den Sattel ja höhenverstellbar habe, habe ich da auch einen Seilschluss durchgemacht. Sicher ist sicher. Und ob ich die nur unter die Zeltfolie stelle, wo sie nicht abgeschlossen sind, oder am Fahrrad abschließe, ist so fast noch sicherer. So kann man das Fahrrad eigentlich auch kaum wegtragen. Das tut jetzt gut. Hier gibt es eine Gastronomie am Platz. Da gehe ich gleich mal hin. Ab 18 Uhr geöffnet. Sein bis 18:15 Uhr. Gibt immer nur bis 20 Uhr warme Küche. Also muss ich mal gucken, dass ich da gleich rüberkomme. Geduscht bin ich ja schon. Und dann lasse ich da den Abend noch ein bisschen ausklingen. Und schau mal, was ich mir dann einfallen lasse für morgen. Morgen ist ja in Würzburg auf dem Programm. Sprich, mittags müsste ich in Würzburg sein mit dem Fahrrad. Länger sollte das nicht dauern. Und dann muss ich mal gucken, ne? Wie die Wettervorhersagen sind, das schaue ich mir gleich an. Kann auch sein, dass ich gar nicht bis Würzburg fahre, sondern vor Würzburg einen Bogen fahre, falls ich Richtung Westen fahren sollte, falls da das schönere Wetter ist. In der Ecke war ich auch nicht unterwegs, von daher bin ich da erstmal offen, wo es mich jetzt hinträgt. Zeit habe ich jedenfalls noch genug, daran kann es nicht scheitern. Morgen dann also Tag 5. Freut mich, dass ihr euch Tag 4 zu Ende angeguckt habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich schon mal tschüss, bis morgen. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.